Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Diese Woche mit Headhunters. Ein norwegischer Film. Ein Film, der, ja, am Anfang denkt man, es ist eine leichte Gaunerkomödie mit einem kleinen Kunstdieb. Und ja, er ist halt klein, er ist blond, er ist Norweger, er ist. Er tut so, als wäre er reicher, als er ist. Er arbeitet nebenbei auch noch als Headhunter bei einer Firma und versucht also Talente zu finden, aber in Wahrheit horcht er dabei seine Opfer aus, was sie für Kunstwerke haben, und geht sie dann berauben. Sehr clever macht er das. Ich bin da sehr stolz auf den Autor des Buches, der das verfilmt wurde, dass er sich eine so gute Geschichte ausgedacht hat. Auf jeden Fall, man denkt so, ja, naja, ist halt ein kleiner Dieb, wird eine lustige Komödie. Dann kommt ein neuer Charakter ins Spiel, den er beklauen möchte, von dem er aber weiß, der war mal bei der dänischen Armee, der ist ausgebildet, Menschen zu suchen, und den bestiehlt er, und plötzlich findet er sich in einer Verfolgungsjagd wieder, und wir sind in einem Action-Thriller gefangen. Mit wahnsinnig viel Action, Waffeneinsatz, blutigen Szenen, verschiedenste Waffen, auch improvisierte Waffen und wahnsinnig interessante Pläne, um sich zu verstecken. Das ist gar nicht so leicht, da der andere bei einer Firma arbeitet, die Hightech zum Verfolgen von Menschen entwickelt hat. Und ja, wahnsinnig spannend. Man, am Anfang dachte man, oh, der Hauptcharakter, der ist ja sympathisch, eigentlich ist er ein Arschloch, aber finden wir ihn mal so sympathisch, dass wir der Geschichte folgen können. Am Ende ist man glücklich, dass man ihn sympathisch fand und denkt so, ja, sonst hätte es wahrscheinlich keinen Spaß gemacht, das Ganze zu gucken, wenn man den nicht ein bisschen sympathisch gefunden hätte. Er stellt sich auch wahnsinnig clever an. Also es macht Spaß, es zu gucken. Jetzt eine Warnung an Menschen, die so ein bisschen Probleme mit ekligen Szenen haben. Die müssen das nicht unbedingt gucken, die mögen das wahrscheinlich nicht. Aber wer kein Problem damit hat, auch zerstückelte Menschenteile zu sehen, kann sich den Film gut und gerne angucken. Das ist ja auch nicht der Hauptteil des Films, es wird halt nur gezeigt. Also, eine skandinavische Action-Thriller, anfänglich Komödie, am Ende wieder ein bisschen heitere Sache. Schaut's euch an, ist durchaus sehenswert, und noch schöne Weihnachtsfeiertage. Bis demnächst.